Du blickst hinauf zu der Adra-Säule und eine leuchtende runde Masse hat begonnen, sich am oberen Ende der Säule zu sammeln, wo die Sichtbögen sich vereinen. Die Masse wächst und pulsiert, durchschneidend und knollenförmig wie ein riesiger Kokon, sich langsam drehend, als würde sie von Lichtbögen gesponnen werden. Als der letzte Bogen verschwindet, bleibt die spektrale Masse einen Augenblick lang regungslos in der Luft hängen, so hell, dass du deine Augen mit ausgestreckter Hand verdecken musst. Du hast das Gefühl, als würde sie dich anblicken. Du neigst wie zur Bestätigung den Kopf, als du wieder aufblickst, siehst du, wie die Masse mit der Säule verschmilzt, wie warmes Kerzenwachs. Die Säule blitzt kurz auf, so hell wie die Sonne selbst, und dann wieder dunkel. Die Maschine wird langsam und bleibt plötzlich stehen. Als das letzte Echo der knarzenden Zahnräder verklungen ist, ist der Raum still und du bist allein. Von allen Seiten beginnt die Realität in die Erinnerung durchzusickern und du findest dich wieder in deiner eigenen Haut, auf Taos leblosen Körper blickend. Du spürst die Antriebslosigkeit in Taos Seele, eine überwältigende Erschöpfung, die sich daran hindert, sofort zu entweichen. Und die anfällig für Manipulationsversuche macht. Du hast das Gefühl, als hätte dein Sieg dir irgendeine Art Macht über sie verliehen. Und das könntest du mit ihr tun, was du willst. Die Seele in den Kreislauf zurückkehren lassen. Du wirst dich daran erinnern, Taos. Erinnere dich daran, dass niemand ewig die Wahrheit verbergen kann und dass alles, was du getan hast, umsonst war. Deine Erinnerung soll deine Strafe sein, die seine Seele zerreißt. Ich beneide dich nicht, Taos. Gerade weiß ich, welche Macht Erinnerungen besitzen können. Es ist an der Zeit, dass dir Frieden gewährt wird. Seine Seele nach Breamen Baban. Taos Ixakon, es kann keine Vergebung für deine Taten geben, nur Gerechtigkeit. Du wirst deinem Urteil nicht länger entgehen. Alle Erinnerungen zerstören. Deine Erinnerungen machen dich zum Sklaven deiner eigenen Vergangenheit. Vielleicht kann sie nicht ungeschehen gemacht werden, aber sie kann vergessen werden. Sie wird uns beide nicht länger belasten. Seine Seele zerreißen. Du hast mir großes Leid zugefügt, Taos. Du verdienst es nicht zu existieren. Nehmen wir die 4. Erlösen wir uns beide damit. No! You cannot allow this. He will have no reminders. He will not remember the message we wrote on his fragmented bones and carved into his flesh. The lesson we burned into his soul. Du meinst zürnt. Nein, das darfst du nicht zulassen. Er wird sich nicht erinnern. Er wird sich nicht an die Botschaft erinnern, die wir auf seine zertrümmerten Knochen geschrieben und in sein Fleisch geritzt haben. Die Lektion, die wir in seine Seele gebrannt haben. You were kinder to that man than I would have been. Du warst gütiger zu diesem Mann, als ich es gewesen wäre. Du kehrst in die Landschaft von Taos Erinnerungen zurück. In die gewaltige Welt aus Täuschung und lebender Verzweiflung. Du spürst nun deine Macht in dieser Welt, die Fähigkeit, die Launen eines dominanten Willens neu zu formen. Du konzentrierst dich auf eine Vision der puren Leere und dein Wille wird zu einem kreisenden Wirbel um dich herum. Er fegt durch die Landschaft und trägt die Augenblicke und ganzes Leben davon wie ein apokalyptischer Bierwerk, der die Essenz des Planeten selbst davonreißt. Der Sturm baut sich auf, bis die Kruste der Welt selbst sich von dem Gewebe der Seele löst und sie in den Himmel getragen wird, bis sie nicht mehr zu sehen ist. Das Letzte, was du siehst, ist eine weiße Leere, grenzenlos in einer Richtung ungebundene von den Fesseln der Erfahrung und des Zweifels. In der Stille, die folgt, hallt ein einziges Wort durch deinen Verstand. Ein Wort, das du gesprochen hast, als du in einer uralten Erinnerung eins mit Taos warst. Du erkennst es als das Wort, das die Maschine aktiviert. Tja, Taos ist weg. Was haben meine Jungs zu sagen? Theos, he had hold of your soul from a long time back, seems like. You get what you needed from him? Taos scheint seit langer Zeit Macht über deine Seele gehabt zu haben. Hast du von ihm bekommen, was du suchtest? Ich habe eine Antwort auf eine alte Frage gefunden. Ich habe Gerechtigkeit gefunden. Ich habe eine Antwort gefunden. Those can be hard to come by. Eddie grinst. I feel for people still looking for theirs. Easy to see what it means to them to have someone to look to for answers. Der grinst. So etwas kann sehr schwer zu finden sein. Ich habe Mitleid mit allen, die noch suchen. Man versteht, was es ihnen bedeutet, jemand zu haben, von dem sie Antworten erwarten können. You'll be feeling better soon then. Good. Dann wird es dir bald besser gehen. That's real good. You got it figured out what you're going to do about all that?
Dann würde es dir bald besser gehen. Gut, das ist wirklich gut. Er blickt hoch zu der Maschine. Weißt du schon, was du unternehmen wirst? Ja. Got a lot of people out there thinking they've been abandoned by their gods. There's not much that'll put the fear in you more than that. Viele Leute glauben, sie seien von ihren Göttern im Stich gelassen worden. Es gibt wenig, was einem mehr Angst macht. Das kannst du mir glauben. If it was in my power, and I know it's not, but if it was, I'd send every last one of those souls right back where they were supposed to go in the first place. So folks could get back to believing what they used to. Wenn es in meiner Macht stünde, dass es nicht tut, aber wenn, dann würde ich jede einzelne von diesen Seelen wieder dahin zurückschicken, wo sie ursprünglich hingehört. Damit die Leute wieder das glauben könnten, was sie einmal geglaubt haben. After what you've been through, though, I'm sure you got your own ideas. Better make it good. Aber nach dem, was du durchgemacht hast, hast du sicher deine eigene Vorstellung. Ich hoffe, du machst was draus. Er zwinkert dir zu. Kana. You've come to the end of it, my friend. It has been an honor to walk this road with you. And I will regret our parting. Wir haben das Ende erreicht, mein Freund. Es war mir eine Ehre, den Weg mit dir geteilt zu haben, und ich werde unseren Abschied bereuen. Ich werde all diese schwer erkämpften Lektionen, die wir überlebt haben, mit zurück nach Haut teilnehmen. Ich werde versuchen, deiner Geschichte gerecht zu werden. Seltsameres und Aufregendes als das hätte ich mir auch nicht einfallen lassen können. Keiner musste dich einen Augenblick lang und lächelt dann. Der Sieg bekommt dir, Talisa. Du siehst aus, als sei dir eine große Last von den Schultern genommen worden. Ich bin froh darüber. Never thought I'd see something like this in my travels. Lends a little perspective, doesn't it? Sie schüttelt den Kopf und blickt sich staunend um. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf meinem Reisen mal so etwas sehe. Das rückt alles in ein anderes Licht, nicht wahr? To think, the decisions the Angwithans made thousands of years ago still shape our lives today. It would be a shame to deny these souls the chance to find their own way and their own purpose. Wenn man sich vorstellt, dass die Entscheidungen, die die Angwithaner vor tausend Jahren getroffen haben, unsere Leben heute noch immer formen. Schüttelt in den Kopf. Es wäre eine Schande, diesen Seelen die Chance zu verwehren, ihren eigenen Weg und ihre eigene Bestimmung zu finden. Danke, dass du mit mir gereist bist. I'd probably still be twiddling my thumbs by the side of the road if you hadn't come along. Thanks for bringing us this far. Ich würde wohl auch immer am Straßenrand Däumchen drehen, wenn du nicht gekommen wärst. Sie kratzt Itumak am Kopf. Danke, dass du uns so weit gebracht hast. Endlich grüßt uns das Ende der Straße. Du hast dich gut geschlagen, Wächterin. Er kneift seine Augen zusammen. Besser als jeder Wächter es das Recht hat. Es scheint, als wärst du in einem Feld gewesen, das eine reinigende Flamme gebrauchen könnte. Would that my own trial had produced such an outcome. I had figured myself for the field all this time. But you were the field, and I the darkness. A lesson neither of Durance nor of Margaret. But with that trial's end, a new one begins, a God's trial, and I will stand in judgment without mercy. Ach, hätte meine eigene Prüfung doch solch einen Ausgang gehabt. Die ganze Zeit dachte ich, ich sei das Feld, doch du warst das Feld und ich die Dunkelheit. Eine Lektion, die weder von Durance noch von Margaret stammt. Doch mit dem Ende dieser Prüfung beginnt eine neue, eine göttliche Prüfung, und ich werde ohne Gnade urteilen. Astounding. I always knew the leaden key stood for something big, but I didn't quite realize what I'd gotten myself into. And now, we're in the middle of something even bigger. The decision that will affect millions. Er blickt auf die gewaltige Adra-Säule. Erstaunlich. Ich wusste schon immer, dass der bleierne Schlüssel für etwas Großes steht. Doch war mir nicht ganz klar, in was ich da hineingeraten war. Und nun steckst du mitten in etwas Größerem, mit einer Entscheidung, die Millionen beeinflussen wird. But even if you send the souls somewhere specific now, who knows what the next turn of the wheel will make of them? We can't really control what happens to them. Nor should we try. I had to see the monster Theos had become to realize that. Er blickt zurück zur Säule, aber selbst wenn du die Seelen jetzt an einem bestimmten Ort schickst, wer weiß, was die nächste Drehung des Rades mit ihnen macht. Talisa, was mit ihnen geschieht, das können wir nicht kontrollieren und wir sollten es auch nicht versuchen. Um das zu verstehen, musste ich erst sehen, zu welchem Monster Taos geworden ist. Vielleicht. It's your decision, of course. And whatever you decide, I'm glad our paths crossed in Gilded Vale. Es ist natürlich deine Entscheidung. Wie du auch immer entscheiden magst, ich bin froh, dass ich unsere Wege in Goldtal gekreuzt habe. I'm here. So, jetzt könnten wir mit der Maschine kommunizieren und damit das Spiel beenden. Es gibt aber noch eine Sache vorher zu erledigen. Nämlich der Weg. Und das war ein verdammt langer Weg vor uns.
Vor einiger Zeit, also unsere Biografie, alle Entscheidungen nochmal Resümee. Vor einiger Zeit hast du dein dir vertrautes Heimatland verlassen und es gegen das große Unbekannte der unbezwungenen Grenzlande getauscht. Obwohl du ursprünglich aus Lidir stammst, hast du deine Heimat schließlich verlassen, als es neue Lande zu unterwerfen gab. Der Reis aber ließ nach, da die grausamen Taten, die du zur Eroberung des Landes begangen hattest, schließlich schwer auf deinem Gewissen lasteten. Letztendlich spürst du, dass du es zurücklassen musstest. Die Reise nach Goldtal steht für dich die Chance, da dich niederzulassen und ein neues Leben zu beginnen. Als du mit einer Karawane nach Goldtal reistest, wurdest du krank. Der Karawanenmeister schickte dich mit seiner Gehilfin namens Kalisha fort, um nach Arzneien zu suchen. Als ihr nach der Arznei suchtet, gerietet ihr in einen Hinterhalt und das Karawanenlager wurde von wütenden Einheimischen niedergemacht. Nachdem du sie besiegt hattest, wurdest du fast von einem Wind getötet, der drohte dir die See aus dem Körper zu reißen. Du entkamst mit Heodan und Kalisha in eine uralte Ruine. Als du aus den Ruinen herauskamst, sahst du ein merkwürdiges Ritual an einer Art uralter Maschine. Dort gab ein Mann anderen Beteiligten Befehle und irgendwas an ihm fandest du merkwürdig. Als er ging, schien die Maschine zu rotieren und dabei eine Art Energie zu erzeugen. Danach gab es eine Explosion, die sich wie der Sturm anfühlte, den du zuvor erlebt hattest. Die anderen, die bei dem Mann gewesen waren, wurden dadurch in Asche verwandelt und auch Heodan und Kalisha überlebten nicht. Durch die Explosion wurdest du bewusstlos und als du wieder erwachtest, fühltest du dich eigenartig. Du hattest Illusionen, du hörtest Stimmen, du verließt die Ruinen, um zum Fuß nach Goldtal zu gelangen, wo sich hoffentlich jemand finden würde, der dich heilen könnte. Als du in Goldtal ankamst, fandest du das Dorf nicht als die wachsende und florierende Siedlung vor, als die es dir beschrieben worden war. Stattdessen fandest du ein sterbendes Dorf vor, das der Gnade eines Phänomens namens Weidmanns Vermächtnis ausgeliefert war. Und ein örtlicher Magistrat hieß dich kühl willkommen. Deine Aussichten, dich unter niederzulassen, waren eh bereits ziemlich düster, aber als das Glockenläuten von Redricks Festung das schlimme Schicksal des neugeborenen Kindes ihres Herrn verkündete, schien sie ganz zerschmettert zu werden. Der Magistrat riet dir, dich in der Schenke auszuholen. Du hilfst einem Edir-Zauberer namens Alof aus einer Auseinandersetzung mit den Einheimischen von Goldtal. Er war verständlicherweise froh darüber, einen Gefährten für die Reise gefunden zu haben. Als du zu schlafen versuchtest, warst du ruhelos, dein Kopf war voller Geflüster und du hattest einen heftigen Albtraum. Du sahst eine alte Zwergenfrau von einem Baum im Zentrum von Goldtal baumeln. Sie sagte ein einzelnes Wort zu dir: Wächter. Du näherst dich der gehängten Zwergenfrau aus deinen Träumen und fandest heraus, dass du irgendwie mit ihr kommunizieren konntest. Du erfuhrst, dass du ein Wächter bist, was vermutlich durch dein Aufeinandertreffen mit dem Tod in den Ruinen ausgelöst wurde, und dass dies dir eine Art von jenseitiger Sicht gegeben hat. Obwohl dir die Zwergin nur wenige Einzelheiten erzählen kann, sie riet dir, dich mit einem alten Wächter namens Meerwald zu unterhalten, der in der Gegend ein Burgherr sei und dir eventuell helfen könnte. In Goldtal trafst du auf einen hiesigen Bauer namens Edea, einen Anhänger von Eotas. Der Glaube seiner Familie und die Rolle seines Bruders im Krieg des Heiligen hatten ihm das Misstrauen der örtlichen Behörden eingebracht, weshalb er beschloss, das Dorf gemeinsam zu verlassen. Der Magistrat bestätigte dir, die Niederlassung in Goldtal wäre wert bleiben würde und dass man dir nicht einmal einen längeren Aufenthalt gestatten würde. Du hast den langen Weg umsonst zurückgelegt. Auf der Straße durch Markrans Gabelung trafst du auf einen wild reinblickenden Priester, der sich selbst Nuens nennt. Er kannte dich umgehend als Wächterin und schien davon überzeugt zu sein, dass euch das gemeinsame Reisen und gegenseitige Unterweisen vorherbestimmt war. Als du Ket Nua erreichtest, trafst du auf einen Rautai-Gelehrten namens Kanarua. In der Hoffnung, einen uralten und heiligen Text zu finden, der unterhalb der Burg begraben war, vereintet ihr eure Kräfte. Du kamst in Ket Nua an und fandest den Ort von bösen Geistern heimgesucht vor. Und der Aufenthaltsort des Burgherrn war der über die Burg wachende Burgwog, den Unbekannt. Meerwald befand sich in den Verliesen unterhalb seiner eigenen Burg und versteckte sich dort vor Geistern, die sein gefolterter Verstand halluzinierte. Seine Seele wurde von seinem vergangenen Leben erweckt und ein unlösbarer innerer Konflikt aus längst vergangenen Zeiten hatte ihn in den Wahnsinn getrieben. Er warnte dich, dass auch du seinen Zustand und sein Schicksal teilen könntest. Trotzdem deutete er auch an, dass es einen Weg geben könnte, deine Erweckung rückgängig zu machen. Er empfahl dir, den bleiernen Schlüssel aufzusuchen, dieselbe Gruppe, die du zuvor bei den Ruinen angetroffen hattest, um von ihnen in Erfahrung zu bringen, wie deine Erweckung rückgängig zu machen sei. Mehrwalds Körper wurde von einer Persönlichkeit aus einem seiner vergangenen Leben übernommen und du sahst dich gezwungen, ihn zu erschlagen. Du hast deine Seele von der Burg befreit und dir gestattet, in das nächste Leben fortzufahren.
An einer Kreuzung in der Wildnis trafst du auf die Jägerin Sagani. Sie war in der Hoffnung gekommen, die Reinkarnation eines Ältesten ihres Dorfes zu finden. Beeindruckt von deiner Fähigkeit, Seelen zu sehen und aufzuspüren, akzeptierte sie dein Angebot, gemeinsam zu reisen.